Hallo und willkommen zu einer neuen Let's Play-Serie. Wir werden Jedi Fallen Order spielen und dann kann es direkt losgehen. Neue Reise starten, Schwierigkeitswählen, Story-Modus, Rittermeister, Großmeister. Ach, wisst ihr was? Ich fühle mich heute wie ein normaler Jedi-Ritter. Dann wählen wir doch einfach das aus. So, muss ich noch was machen? Nö. Scheint einfach so zu laden. Ist es mein Schiff? Ich hoffe mal. Sieht cool aus. Er sieht ein bisschen kaputt aus. Ne, fliegt noch. Ach, das ist schon ein cooles Setting hier. Wo bin denn ich? Da unten bei dem Tentakelmonster. Na, hoffentlich kriege ich keinen Copyright-Strike wegen dem Lied hier. Muss ich vielleicht drüber singen? Na, schauen wir mal, was YouTube sagt. Also, ich finde, das Spiel fängt mega an. Hör zu. Ich stelle ungern deinen Rhythmus, Kerl, aber der Boss will was von dir. Nein. Was will er denn von mir? Könnte gut für uns sein. Wie ist der Chef? Das ist mein Boss. Da wurde ein Fehler entdeckt. Die Schlepperklammern brennen. Zwei Mann müssen raufklettern und die Kabel sichern. Das ist keine leichte Aufgabe. Die Gilde verdoppelt den Lohn. Komm schon, Kerl. Etwas dazu verdienen? Kann nie schaden. Das ist allerdings richtig. Für Geld mache ich alles. Okay. Alles klar. Gehen wir. An die Arbeit. Ja. Nur weil du mein Boss bist, heißt das nicht, dass du mich rumkommandieren kannst. Ja, ich folge dir auf Schritt und Tritt. Hier ist ein Hindernis. Leer für Springen. Und dieselbe Taste nochmal. Hui. Ich verstehe die Aliensprachen hier ja gar nicht. Dachte ich, wäre ein Sprachtalent. Tut mir leid, Kerl. Nur keine Sorge. Ich kann ja auch länger springen. So. Nach dir, Junge. Ja, wieso nach mir? Oh, sieht das episch aus. Das Bracker-Abwrack werft. Oder die Bracker-Abwrack werft. Ja. Ewig. Ausschlachten wird viel Geld bringen. Na, hoffentlich. Irgendwie müssen die mir meinen doppelten Lohn bezahlen können. Boah, ist das... Das ist schon ein schönes Spiel. Zumindest im Moment. Muss ich mich jetzt da durchquetschen? Na gut. Im Real Life hätte ich das nicht geschafft. Nicht mal mit Luft anhalten. Alles okay? Hui, hat er ja gerade so überlebt. Sehr gut, und jetzt kommen wir nicht mehr rauf. Du musst einen anderen Weg finden. Kein Problem, ich improvisiere. Wir sehen uns doch. Natürlich improvisiere ich. Hui! Hui, hui, hui. Das ist ganz cool. Das macht Spaß. Verlasse sofort diese Barke. Du bist kein zugelassener Müll. Was? Aber kein zugelassener Müll. Wieso bin ich nicht zugelassen? Hab das beste Müllausbildungszertifikat erreicht. Oh. Ich glaube, ich hätte die Liane da nehmen sollen. Irgendwie wollte es aber nicht. Weiß auch nicht warum. Ai. Na also. Hat irgendwie ja geklappt. Ja. Nicht immer nur beschweren hier. Ganz ruhig. Bin gleich wieder weg. E-Klettern. Na gut. Dann kriege ich hin. Ungewöhnlich, aber kriege ich hin. Muss ich hier hoch? Sieht richtig aus. Oh, ein kleiner Druide. Und nur was. Ich riech nix. Soll ich da runterspringen? Nee, wahrscheinlich nicht darüber. Ah, vielleicht hier. Ist ja extra so rot markiert.
Ah. Nein. Hat mein fetter Arsch das Bein zum Einsturz gebracht. Hey, Ratten. Ja. Hier wird kein... Oh, was sind das denn für fette Ratten hier? Oh, da kriegt man ein bisschen Platzangst. Hört sich an wie Schrottratten. Ja, sieht auch so aus wie welche. Lasst euch nicht stören, Jungs. Ihr müsst diesmal nicht rauskommen und Hallo sagen. Haben sie doch schon. Ah, endlich. Endlich aus dem Röhrensystem raus. So, nochmal was Rotes. Ah, zumindest die Spielführung. Hi, Brauf. Von den Klammern. Klingt gut. Bin in kurzer Dorf. Das hoffe ich auch. So, Z fallen lassen. Na gut. Und tui. Wow. Yeah. Okay. Hammer geschafft. Komm schon. Kletter um dein Leben. Wir müssen doch die Klammern befreien durch irgendwas. Wie kommst du hierher? Von oben. Ah. So, ich glaube, ich muss hier nach unten. Das sieht doch gut aus. Und da ist wieder eine Rutschparty-Rampe. Na komm. Hui. Hui. Yeah. Hab wieder Bock auf so ein Skate-Spiel. Hier. Na bitte sehr. Was ist denn ein Schiffscutter? Ja gut, vom Namen her kann ich es mir denken. Ja, und ab geht's. Sieht schon episch aus, das Spiel. Ah, einfach das offensichtliche Seil hier hoch. Das sieht echt bahnbrechend aus. Weiß nicht, muss ich in der Episode noch öfter sagen. So, und wer seid ihr? Was hämmert ihr da einfach rum? Na gut, die haben anscheinend zu tun. Und das Spiel will, dass wir hier hingehen. Vorsichtig. Kerl, benutze den unteren Hebel für den manuellen Override. Was für einen unteren Hebel? Na gut. E ziehen. Ah. Du bist dran. Moment. Okay, Klammer gesichert. Wunderbar. Ich bin noch da. Du hast mir echt einen Schrecken angejagt, Kumpel. Ja, ich mir auch. Und nochmal ziehen. Fertig. Moment, ich mach das. Wieso bin ich eigentlich hier unten in Lebensgefahr und du schillst da oben rum? Vielleicht bin ich sportlicher. Das ist ein Jedi-Jäger. Oh. Ein echter Schrottsammler-Jackpot. Wie lange liegt die Klapperkiste schon hier? 4 Jahre? 5. Der Pilot fand hier wohl ein ruhmreiches Ende. Diese Jedi. Echt eine Tragödie. Oder 66 und alles. Ja, mag sein. Heute ist wohl unser Glückstag. Das Imperium kriegt jede Menge gutes Material. Ich schwelge anscheinend in Erinnerung. Aus dem Krieg aus, denn damit sie daraus neue machen können, findest du das hat okay? Bestimmt nichts zu bedeuten. Wir riskieren alle den Hals für die Bande. Hey, es ist R2-D2. Ich glaube nicht, aber jemand, der genauso aussieht. Hey, hör mir zu. Der Findelon für das Ding. Könnte dein Ticket hier raus aus diesem Drecksloch sein? Du glaubst, ich will weg hier? Komm schon, Kerl, du bist doch noch jung. Du willst dich so enden wie ich. Was heißt das jetzt wieder? Irgendwann musst du dein Leben selbst in die Hand nehmen. Dein Schicksal finden. Wenn du das sagst, hey, wir sollten wieder runter. Hey, du hörst mir überhaupt nicht zu. Was war das? Oh, oh. Vorsicht, Karl! Deswegen sollte man auf keiner Tragfläche sein, während ein Schiffscutter daran rumknabbert. Nein, da ist ein Tentakelmonster. Ich wollte doch in dieser Episode nicht zu dem.
Muss ich mich aufhalten oder muss ich runterrutschen? Ah, das sieht wie runterrutschen aus. Nein! Ein Glück! Kabelsalat hat mich mal wieder gerettet. Oh, alles okay? Kerl! Ich komm nicht raus! Oh oh. Durchhalten! Mach einen Klimmzug! Nein, lass nicht los! Ich kann nicht mehr! Oh Mist. Nein! Ich hab die Macht. Wieso ist dann alles verschwommen? Oh. Nicht der leichteste Stahlträger. Kein Pilot. Weg mit dir, du Schrotthaufen. Nein. Ich fühle mich ja wie in einem japanischen Filmchen mit den vielen Tentakeln. Ach, wunderbar. Annähernd in Sicherheit, denke ich mal. Das war aber ein Close Call. Okay, wir sollten... Wir müssen weg, komm schon. Was war das denn? Was war das eben? War das... Warst du das etwa? Nein. Das war die Macht, oder was? Jetzt, was du gesehen hast, ja. Bitte, vertrau mir. Ich hab sie gesehen, ich weiß von den Geschichten. Ich hab's gehört. Bro, für Leute wie dich gibt's ein Geld. Ich weiß. Ja, alles klar. Die Jedi scheinen nicht sehr beliebt zu sein. Sehr gut. Anscheinend ist der zumindest auf meiner Seite. Will mich nicht gleich verpetzen. Ah je, wieder in der vollen S-Bahn. Muss das sein. Fühlt sich ja an wie mein Arbeitsweg. Alles okay bei dir? Ja, ja. Hat bessere Tage. Kerl. Ja. Wir arbeiten jetzt schon länger zusammen. Oh, willst du auf ein Date mit mir? Ich habe gesehen, dass du sowas gemacht hast. Wir haben schon einiges zusammen durchgemacht. Also, ich weiß, was du für mich riskiert hast. Und ich kann dir das nicht zurückzahlen. Vergiss es einfach. Im Ernst. Oh, mach dir wegen mir keinen Kopf. Aber hier bist du nicht sicher sein. Das denke ich auch. Vielleicht solltest du, verschwinden. Okay, ich brauche nur meine Tasche aus meiner Bude. Teppas schuldet mir was. Bist du nicht gerade auf Asher da? Ja. Du wirst mich eine Weile nicht sehen, Prof. Ja. Ja, okay. Okay, Kerl. Oh je. Die Jedis haben es echt nicht leicht. Wisst aber nicht, können die Macht detektieren, die Bösewichte? Erstmal eine Mütze Schlaf nehmen. Oder auch nicht. Hey, ist der Arsch einfach verschwunden? Ohne sich zu verabschieden, was soll denn das? Prof? Ja, wo ist Prof hin? Boah, ich mag die Androiden hier. Und die Roboter. Wo will der Kerl denn hin? Will mich doch nicht etwa wirklich verpetzen. Was machst du denn da? Hey, ich rede mit dir. Was willst du da hinten? Wieso kriege ich die jetzt nicht auf? Was zur Black Mirror-Folge ist hier jetzt los? Da war doch gerade noch eine S-Bahn. Ja, das ist definitiv nicht normal. Vielleicht träume ich ja. Oder habe einen Schlaganfall oder irgendwie sowas. Wer bist du denn jetzt schon wieder?
musst mir jetzt gut zuhören. Ich höre. Vertraue nur der Macht. Oh, war doch nur ein Traum. Wir halten an, Prof. Ja, irgendwas geht hier vor. Oh nein, die Typen, die nichts treffen, sind da. Identifizierung bereit. In einer Reihe aufstellen. Ist wahrscheinlich nur wieder eine Schmuggelkontrolle oder so. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich habe diesmal keine Schmuggelware in meinem Arsch versteckt. Ihr könnt gerne nachsehen. Ja. Wollen sie anscheinend erstmal nicht. Ach, ich mag die Raumschiffe hier. Was ist denn das für einer? Oder für eine? Die sieht so aus, als ob sie schlechte Laune hätten. Sind das schon alle? Ja, zweite Schwester. Ach, das ist nur die zweite Schwester. Wie viel gibt's denn davon? Flüchtling. Keinen normalen Anarchisten, sondern ein Mitglied des verräterischen Ordens der Jedi. Oh, keine Ahnung, wovon ihr redet. Wird der Verräter nicht überstellt? Folgt eine Anklage wegen Aufwiegelei. Das ist ja noch nicht so schlimm. Stell dich selbst. Sonst werden alle hier gemeinsam hingerichtet. Das klingt allerdings sehr schlimm. Ist Aufwiegelei denn so... Ist das korrekte Strafmaß dafür? Ich habe nicht gerade ein Pokerface, muss ich... Ich arbeite hier schon eine geraume Zeit. Drauf, was machst du denn? Schon lange vor dem Krieg. Wir richten Schiffe wieder her. Die besten der Galaxis. Dann kam das Imperium. Hat das zurückgeschlagen? Die Ingenieure wurden zu Schrottsammlern. Die Arbeiter wurden übervorteilt. Prof. Wir alle kennen die Wahrheit. Wir sind nur zu ängstlich, es zu sagen. Für das Imperium sind wir doch alle entbehrlich. Ja, seid ihr. Was machst du denn? Nein! Der hat dir doch nichts getan. Sieh an, ein Lichtschwert. Ja, das habe ich im Schrott gefunden. Nein. Ich hab den Jedi. Ja! Ich sollte doch der Macht vertrauen. Überprüfe die Störung. Hier gibt's keine Störung. Das tut weh. Ja, denke ich mir, ich bin 100 Meter runtergefallen. Ich bewege mich doch gar nicht. Ich bin gefallen. Blinder Passagier. Hey, du musst das nicht. Hab dich gefunden, Eindringling. Nein, hast du nicht. Hast du das über den Funk gehört? Ein Jedi? Sei wachsam. Der Verräter! Feuer! Ihr seid die Verräter. Kontakt bestätigt. Erschieß sie. Hui, hui. Schieß nochmal. Aha. Hey, ein Eindringling. Nein! Du bist erledigt, Jedi. Ich kann dich ausschalten, kein Problem. Ich kann euch auch ausschalten. Ich werde deine Verteidigung durchbrechen. Was wirst du? Was wirst du mit meiner Verteidigung machen? Hab dich nicht gehört, weil du K.O. bist. So, okay. Nur ein Ausweg. Na gut. Anscheinend geht's hier lang. Ich bleib doch in Bewegung. Rein mit uns. Ist ja ein Sauwetter draußen. Ich hab dich heute Morgen nicht beim Training gesehen. Ich hab mich stattdessen ausgeruht. So bereite ich mich vor. Zielerfassung. Ich bereite dich auf den Tod vor. Ausruhen kannst du dich, wenn du tot bist, Sturmtruppler. Okay. Holt ihn euch. Ich ja. Das sind ja coole Finisher hier. Das ist jetzt ein Tutorial. Hui! So, ich muss einen Angriff blocken.
Ihr kommt ja immer nach. Ich glaube, das habe ich gut gemacht. Aha. Wertvoller Text. Ich weiß es nicht. Okay, das ist jetzt eine Parade. Parade. Und mit der Macht bremsen. Werdet langsamer. Ich werde es schnell zu Ende bringen. Au. 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 Ja, wieso trefft ihr mich denn so ordentlich? So, sehr gut. Blauer Umriss, Macht einsetzen. Ja, und nu? Können wir klettern? Oh, das sieht gut aus. Hui! Gar nichts. Ich werde deine Verteidigung durchbrechen. Wirst du nicht. Menschen, die Blasterschüsse langsam. Kein Wunder kann man die so leicht... Bist du das? Ich sehe keinen. Ist ja auch kein Spiegel hier. So. Ich glaube dann... Ne? Na, das sieht wieder richtig aus. Schnell hoch. Bevor ein entgegenkommender Zug kommt. Oh, das hört sich gar nicht gut an hier. Oh. Wieso seid ihr denn so viele Jungs? Ausweichen. Komm schon, auf ihn! Er bewegt sich. Natürlich bewege ich mich. Muss ja ausweichen. Wir werden problemlos gewinnen. Ich guck jetzt alle um. Komm schon, ausweichen. Er kann uns nicht alle besiegen. Doch, einer ist ja nur noch übrig. Und die Macht. Ja. Mensch, das Kampfsystem macht aber Spaß hier. Ah, okay, hier unten rein. Kommt doch her, wenn ihr auf die Fresse wollt. Geh nach vorn, halte den Zug auf. Oh nein! Okay. L-Shift-Deckung. Oh ne, sprinten. Au! Sprinten den Salven nach vorn. Jetzt! Na gut, na gut. Tja, das Fluggerät hätte sich mal besser umpositioniert. Ui. Von der Seite hätte ich keine Chance, also wenn sich das seitlich platzieren würde. Tja, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Und schnell, 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 schnell. Das war knapp. Wie ist er denn gestorben? Oh nee. Nein, nicht die Kupplung. Die ist immer so teuer. Na gut. Ein Glück gibt er mir hilfreiche Kommentare. Oh. Wieso ist denn hier alles so knapp? Komm schon, wieder hoch, wieder hoch, wieder hoch. Streng deinen Jedi-Arsch an. Das ist übel. Deswegen sollst du dich ja anstrengen. Komm schon. Ich kann nur rauf. Ja. Da wollen wir ja auch hin. So, und wie kommen wir auf die andere Seite? Okay. Komm schon, bevor dann Felsen kommt. Ah. Sehr schön. Sehr schön machen wir das. Komm, beeil dich ein bisschen. Beeil dich doch. Haben hier nicht ewig Zeit? Oh, nee. Nimm dein Lichtschwert. Oh! Wer seid ihr denn? Wir wollen helfen! Wer seid ihr? Später!
immer weiter! Wir holen Wieso? Ich kann doch springen! Ich kann doch einfach rausspringen bei euch! Oh Mann! Ach, die werden verfolgt, okay. Dann verzeih ich ihnen. Ich bräuchte ein Health-Item. Oder Gesundheitsregeneration. Was ist mir eigentlich egal? So, Lichtschwert. Au. Und nochmal. Na komm. Schätz mal wieder hier lang. Ja, sieht gut aus. Ah, das war dann aber ein heikler Arbeitstag für uns. Ich glaube, er ist verwundet. Ich bin verwundet. Er sieht ziemlich geschwächt aus. Ich bin ziemlich geschwächt. Au. Nein! Kann ich mal mit bisschen mehr Leben spawnen? Respawn. Hm, klingt doch gut. Kann ja hier nicht angehen, dass ich nur auf die Fresse kriege. Ah, volles Leben. Komm schon. Nicht alle auf einmal. So ist gut. Ja. Haha. Eure Blaster sind aber echt tödlich. Sehr gut mache ich das. Mit meinen Jedi-Kräften. Na komm, schieß. Sehr schön. Sehr schön klappt das. Und nun wieder hier rein. Was jetzt? Das frage ich mich auch. Der Zug hält? Ist nicht der erste Zug, der heute hält. Komm schon, komm schon. Das bedeutet nie was Gutes. Wo sind denn meine neuen Freunde, die mir helfen sollten? Ei. Schau, wieder eine Rutschparty. Komm schon, öffne die Tür. Hui, 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 hui. Da kann man sich aber leicht die Beine brechen hier. Ja, komm, spring! Spring! Festhalten! Komm, zieh dich hoch! Nein! Fuck! Oh! Ein Glück sind die Jedis hier übernatürlich und haben weniger Fallschaden. Tut mir leid, du kleiner Roboter. Heute musst du mir helfen. Oh nee, das ist doch die doofe Schwester da. Ich sehe schon so mürrisch aus. Hey, wie hast du das gemacht? Weg von dir. Ich kenne diese Haltung. Vielleicht Angst? Hattest du doch etwas Ausbildung. Wer weiß das schon? Wer war dein Meister, Padawan? Sag ich dir doch nicht, du Arsch. Umgebracht? Möglich. Welcher Jedi gab für dich sein Leben, sodass du am Leben bleibst? Meine Geduld hat Grenzen. Meine auch. Okay, den muss ich ausweichen. Du blutest wie alle anderen. Ja, du vielleicht auch. Nein. Hör doch auf, mich zu schlagen. Na schön, den nächsten entgehst du nicht. Komm, nein, ich weich doch aus. Erhol dich schnell, nachdem du zu Boden... Ich versuche mich zu erholen. Komm schon. Aus Fressbrett. Ja. Sehr gut mache ich das.
Quicktime-Event. Ich drück doch, ich drück. Drück so schnell ich kann. Ah, danke schön. Das war knapp. Hätte ich beinahe mein schönes rotes Haar verloren. Vergiss dein Lichtschwert nicht. Ach gut, ich hab's dabei. Oh oh. Wieso geht die denn so langsam? Wird die rennen, wird die uns kriegen? Ich glaube, dann wäre das Spiel vorbei. Wieso reflektiert die denn die Blasterschüsse? Ah, macht sie. Ich flieg doch. Tja, hätte sie mal davor einen Sprint hingelegt. Hui, war das knapp. Oh, gib doch endlich auf. Nein. Komm schon, stupse mit deinem Lichtschwert durch die Glasscheibe. Oh, so geht das auch. Dann fliegen ja halt getrennte Wege. Erstmal in Sicherheit. Zumindest so fühlt sich's an. Okay, schalt das Ding aus und setz dich hin. Das ist eine gute Idee. Sonst sind wir doch nicht so in Sicherheit. Na komm, mach's aus. Sehr gut. Danke für die Hilfe. Wer seid ihr überhaupt? Gute Frage. Hallo, Zia. Ist mir ein Vergnügen. Ja, die Mantis ist mein Schiff, aber zuhören solltest du dieser Lady hier. Also? Wer bist du? Cal. Kerstes. Wer war das gerade? Eine imperiale Inquisitorin. So sah sie auch aus. Die Jedi jagt. Und da sie jetzt weiß, wer du bist, wird sie weitermachen, bis sie dich vernichtet hat. Woher wissen sie so viel? Tja, toller Arbeitstag. Wir tracken die imperiale Kommunikation. Wir wussten, dass die Inquisitoren nach Braca wollten. Also kamen wir auch. Ach ja? Wie viel Kopfgeld gibt's denn zurzeit für einen Jedi? Das nennst du Dankbarkeit? Ich verstehe schon. Du hast so lange allein ums Überleben gekämpft, dass du niemandem mehr trauen kannst. So sieht's aus. Und nur deshalb lebst du noch. Aber hier geht's um was viel Größeres als blankes Überleben. Das, was zwischen meinen Beinen hängt. Den Wiederaufbau des Ordens der Jedi. Auch nicht schlecht. Zu zweit? Sonst noch jemand? Oh, sind wir nicht gut genug für dich? Bisschen mehr wäre schön. Rat der Jedi? Ja, da ist guter Rat teuer. Und anscheinend verloren. Wieso blinzelt die denn nie? Bleibe nur noch ich. Ah, da. Da, sie hat geblinzelt. Captain? Ja? Was ist denn Bogano? Und bis dahin. Blinzel doch bitte mehr. Du bist in Sicherheit. Im Moment. Dankeschön, starr mich nicht so an. Jo, wunderbar. Mach ich doch gerade. Das findet mich schon selbst. Du hast im Schlaf gesprochen. Spinner. Wer schaut hier jemanden, während er schläft, ins Gesicht? Wir sind beide Spinner, wenn dann. So, habt ihr ein ganz schönes Schiff hier. Was ist denn das? Sieht ein bisschen aus wie eine Werkbank. Wäre cool, wenn ich hier was craften könnte in dem Spiel. Ich weiß nichts hierüber, deswegen ist das für mich auch eine relativ neue Erfahrung. Ein Benjo, ein Space Benjo. Oh. Kann ich ein Musiker werden, anstatt den Jedi-Orden wieder aufzubauen? Oh, da kommen ja die ganzen Gefühle raus. Ja, schönes Herumklimpern. Das Lied. Es ist von mir. Echt? Aus alten Tagen.
Cool. Du berührst ein Objekt und wirst Zeuge seiner Vergangenheit. Du fühlst seine Geschichte. Ein Objekt, das ein Echo der Macht abstrahlt. Naja, das können nicht viele Jedi. Tja, ich schon. Woher wissen Sie das? Ich war mal ein Jedi. Aber das ist vorbei. Warum denn das? Zahlen die so schlicht? Nein. Ich kannte deinen Meister, Gerald T'Pol. Er war ein wahrer Hüter der Republik. Er war ein Held. Wisst ihr, während der Auslöschung ist mir was passiert. Oh oh. Ich habe überlebt, aber meine Verbindung zur Macht ist beschädigt. Wenn ich meditiere, mich einfach fallen lasse, ist die Kontrolle weg. Als wäre ich wieder in dem Moment, als... Du hast überlebt, Kerl. Das ist richtig. Und du bist nicht allein. Das ist sehr gut. Mein Meditieren schlägt aber trotzdem fehl. Dann wollen wir mal sehen, wie schön der Planet ist, auf dem wir jetzt gehen. Oder die Raumstation. Doch ein Planet. Och, ich muss sagen, mir gefällt das Spiel bis jetzt. Das ist Bogano. Ein Jedi, den ich kannte, entdeckte ihn vor der Auslöschung. Er ist auf keiner Karte verzeichnet. Das Imperium weiß nicht, dass dieser Ort existiert? Nein. Und? Komisch. Wie ist der Plan? Wir verstecken uns hier? Wir brauchen uns nicht zu verstecken, Cal. Sieh dir das da drüben an. Ich glaube, in dem Gewölbe ist der Schlüssel zum Wiederaufbau des Jedi-Ordens. Aber warum denn wenn das? Wenn die Macht in dir stark genug ist, kannst du bestehen. Und weil ihr kein Jedi mehr seid, braucht ihr mich. Ich weiß, du traust mir nicht. Und ich bin nicht sicher, ob ich dir trauen kann. Aber wir haben denselben Feind und dasselbe Ziel. Dann klingt schon mal gut. Ich erzähle dir meinen Plan, wenn du am Gewölbe bist. Aber... Was aber? Ist ja jemand, der dich treffen möchte. Nochmal jemand, der mich treffen möchte. Möge die Macht mit dir sein. Ja, ja, mit dir auch. Oh, da ist eine coole kleine Eule vor mir, oder was das ist. Das wäre klasse, wenn ich einen Begleiter haben könnte. Ah, das sind definitiv keine Eulen. Ah, das sind coole. Nein! Verschwindet doch nicht. Kann ich euch nicht streicheln? Na, kommt hier, ich bin nett. Oh, lassen sich nicht streicheln, so ein Mist. Sind aber ganz schön widerspenstige Pflanzen hier. Bin da nicht vorbeigekommen. Hui. Das ist ein bisschen steil. Und was... Ein sicherer Ort zu meditieren. Ich muss mich nur konzentrieren. Dann konzentrier dich mal. Speicherpunkt. Speicherpunkte findest du überall auf Kels Reise. Interagiere mit ihm, um deine Fortschritte zu speichern. Okay, das kriege ich hin. An Speicherpunkten kann sich Kel ausruhen und Fähigkeitenpunkte in den Erhalt neuer Fähigkeiten investieren. Was kann ich denn? Ausruhen, Fähigkeitenbaum. Bringt, glaub, nix. Doch, du hast genügend Fähigkeitenpunkte. Dann wollen wir mal. Hoffentlich ist das ein cooler Baum. Oh. Gibt eh nur eine Option gerade. Setze deine Fähigkeitenpunkte ein, um über Kopfhieb zu lernen. Na gut. Entfesselt einen mächtigen Angriff, der für schwächere Gegner tödlich ist. Okay. Ja. Sieht gut aus. Wie setze ich den ein? Okay, und hier sehen wir dann mehr Fähigkeiten. Scheint aber nur einen Baum zu geben gerade. Okay, ja gut. Da kommen wir bestimmt noch dazu. Und ausruhen. Aha, Leben und Macht. Und dann war der Text weg. Hab ihn einfach zu spät vorgelesen. Das tut mir leid. Oder zu langsam vorgelesen. Hey, ein Droide. Oh, ist der süß. Hey, BD1. Der heißt BD1? Woher wissen wir das denn? Ja, mir geht's gut. Ich bin nur... Ach, wir können ihn verstehen. Nein, nicht dich. Ich suche einen Jedi, glaube ich. Warte, du kennst den Jedi? Was weißt du? Warte, warte doch. Hast du das gehackt? Danke.
Oh, wirst du mein Begleiter? Das wäre klasse. Ich kletter doch mit ihr. Na komm. Und wie mache ich das, Achi? Spiel, sag mir doch. Sag mir doch, was Oberflächen sind, die kletterbar sind. So. Ich hätte jetzt gesagt, ich muss einfach hier hoch, aber das Spiel sieht es anders. Oder da hinten halt hin. Also das finde ich gerade nicht so optimal an dem Spiel. Vielleicht sind es die Ranken. Ja, ich schätze, das sind die Ranken. Okay. Nur ein kleiner Kritikpunkt, weil ich zu doof war. Dort ist der, den ich finden soll. Ach echt, das große Teil hat sie gemeint. Hat ich schon wieder vergessen. Neues Ziel zur Holokarte hinzugefügt. Ich wusste gar nicht, dass ich eine Holokarte habe. So erfahren wir alle möglichen Dinge. Ist das nicht schön? Ja, das. Was ist denn das für ein. Ja, lass mich doch in Ruhe mit dem Ding. Experimentiere mit dem Befehl der Holokarte. Ja, Zoom, drehen. Schön. Ach, Zoom muss ich jetzt auch. Hui. Das ist aber umständlicher als eine normale Karte. Hier werden auch unerforschte Wege gezeigt. Ich sehe nichts, nur ein braunes Etwas. Na gut. Kann ich es jetzt beenden? Oh, Dankeschön. Na gut, ich würde tatsächlich sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.